Markus Babbel, je grösser die Personalsorgen sind, desto furioser tritt man auf, desto höher gewinnt man die Spiele. Gibt es da eine Erklärung? Es ist eine Mannschaft zusammengewachsen. Es ist eine Mannschaft zusammengewachsen, die sich jetzt über die letzten Wochen an den Erfolgserlebnissen, die wir dann auch feiern durften, noch größer geworden ist. Und es ist einfach ein großes Vertrauen innerhalb der Mannschaft. Und es freut mich, dass wir auch Ausfälle kompensieren können. Die können wir natürlich nicht ein halbes Jahr kompensieren. Aber eben für die Zeit, die jetzt eben da ist, muss ich sagen, Kompliment an jeden Einzelnen. Nicht nur für die Jungs, die die Position ausgefüllt haben und da ihre Top-Leistungen gebracht haben, aber auch an die Spieler, die schon jetzt länger von Anfang an spielen, dass sie eben es auch geschafft haben, die Jungs da ein Stück weit zu unterstützen, ihnen zu helfen und sie da auch mitzutragen. Das Spiel gestern mit 6 Toren in der Swissport Arena war der Wahnsinn. Die Zuschauer waren restlos begeistert. Wie haben Sie dieses Spiel miterlebt? Ja, ich war jetzt nicht ganz so, wie soll ich es ausdrücken? Ich war natürlich heilfroh über den Sieg. Mich hat es unglaublich für die Fans gefreut, weil sie mussten doch sehr lange, sehr, sehr leiden. In der Vorrunde keinen einzigen Heimsieg. Das freut mich, dass wir da jetzt was zurückzahlen können. Aber das Spiel an sich war für mich höchst anstrengend, weil ich gestern eben nicht diese Top-Leistung gesehen habe, weil wir eigentlich speziell in der ersten Halbzeit nicht das umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen haben und deswegen auch eine große Unsicherheit in mir war, dass es doch irgendwas noch passieren könnte. Und deswegen freut es mich umso mehr für die Mannschaft, dass sie eben auch ein Spiel, in dem sie selber gemerkt hat, wir sind nicht so im Spiel, wir kommen nicht so in die Zweikämpfe und trotzdem den Glauben nicht verloren hat, dass wir Tore machen können, dass wir uns Torschancen erarbeiten können, kreieren können. Vor 2 Monaten wären wir mit Sicherheit noch eingebrochen und jetzt nach dem Ausgleich haben wir sofort eine Reaktion gezeigt. Wir waren sofort wieder da und waren der Überzeugung, hey, wir können dieses Spiel für uns entscheiden. Und dass das dann natürlich in so einem Rausch endet, das konnte natürlich keiner erwarten, aber umso schöner. Wenn wir noch einen letzten Rückblick machen, an einem kommt man gestern keiner vorbei. Jakob Janscher hatte bei jedem Treffer praktisch seinen Fuß im Spiel. Wenn das bis Mitternacht gegangen wäre, der hätte noch 2-3 Mal einen draufgelegt. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Ja, nicht nur gestern. Jakob ist seit Wochen einfach ein unglaublich wichtiger Spieler für uns. Ich denke, dass er speziell ist in der Zeit, seit er mit uns eben auch zusammenarbeitet, da auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, dass auch bei ihm, wie bei der gesamten Mannschaft, auch jetzt eine gewisse Konstanz in die Leistungen kommt. Und er macht läuferisch einen sehr, sehr guten Eindruck. Gestern musste ich ihn fast ein bisschen bremsen und mir war wichtig, dass er eben in Aarau auch wieder Gas geben kann. Aber klar, er ist ein Leistungsträger in unserer Mannschaft und ich hoffe noch, dass er doch das ein oder andere Tor oder die ein oder andere Vorlage in den nächsten Wochen noch auf dem Fuß hat. Sie haben nach dem Spiel auch Torhüter Dave Zibung speziell gelobt. Auch er ist statistisch der beste Torhüter der Rückrunde. Wie sehen Sie seine Leistung? Ja, Dave ist für mich ein ganz spezieller Fall, weil als ich hierher kam, war er unglaublich in der Kritik gestanden, hat Feuer aus allen Seiten bekommen, ob es medial war, aber auch Fans, die sich immer wieder sehr lautstark negativ ihm sich gegenüber geäußert haben. Und da kann ich nur den Hut ziehen, wie er sich mit unserem Torwarttrainer, mit Lorenzo und Jonas, sich wie in diesem Team, wie er sich da herausgearbeitet hat aus diesem Negativspirale ins Positive. Das ist wirklich bemerkenswert, weil auch Dave einfach in den letzten Wochen einfach ein absoluter Führungsspieler ist, der uns mit seinen Paraden nicht nur gestern, eben auch schon in vielen anderen Spielen am Leben gelassen hat und dadurch konnten wir erst dann auch die Erfolge feiern. Da muss ich einfach nur sagen, Chapeau, und auch da hoffe ich, dass er jetzt eben sich besinnt, was hat mich da wieder rausgebracht, und dass er da eben auch weiterarbeitet, dass er eben auch da in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin so tadellose Leistungen bringt. Jetzt trifft man am Sonntag auf den FC Aarau, das Schlusslicht der Raiffeisen Super League. Die Fans denken, ja, da geht es gegen den Letzten, das wird ein Spaziergang, aber dem wird sicher nicht so sein.
Also ich glaube, wenn ein Verein nicht überheblich sein darf, dann sind es wir, weil wir selber wissen, wie das ist, wie sich das anfühlt, Tabellenletzter zu sein. Wir haben sie doch sehr, sehr lang inne gehabt. Wir sind heilfroh, dass wir diese Laterne weitergeben konnten und das ein Stück weit uns eben befreit haben. Also das wird ein extrem schwieriges Spiel, weil die Spiele werden nicht mehr, sie werden immer weniger. Also sprich, Aarau muss jetzt dann irgendwo auch punkten. Und das erhoffen sie sich natürlich gegen uns. Sie spielen zu Hause, sie werden alles investieren, ähnlich wie wir es Wochen und Monate lang eben auch getan haben, alles investieren in das Spiel. Und da ist es eben wichtig, gerade nach so einem Spiel, wo man vielleicht jetzt meint, jetzt geht alles locker weiter. Nein, wir müssen uns das wieder knallhart erarbeiten. Eben auch in der Kürze der Zeit wird es eben entscheidend sein, können wir es vom Kopf her schaffen, auf 100% wieder zu gehen. Das sprich, dass ich dann eben bereit bin, in die Zweikämpfe zu gehen, die Laufbereitschaft aufrechtzuerhalten, weil dann wird es mit Sicherheit Möglichkeiten geben, das Spiel für uns zu entscheiden. Wenn wir es eben nicht machen, dann wird es eine extrem harte Nuss für uns werden.